Es ist sicher ein grandioses Erlebnis gewesen, damals am Anfang des letzten Jahrhunderts hinterm Volant dieses Personenkraftwagens Platz zu nehmen. 1917 wurde der Steiger, Typenbezeichnung 1050, zum ersten Mal gebaut. 1926 schon der letzte von insgesamt 3000. Und nur einer, nämlich dieser hier, überlebte bis heute. Ich liebe ihn heiß und innig, weil er ein typischer Oldtimer ist und in seiner Art der einzige. Es macht immer Spaß, für einen Sammler zu sagen, guck mal her, ich habe ein Auto, das kann ich schon nie kriegen. Es gibt nur eins davon. 1925 verließ dann unser Steiger 1050 die Werkshallen im schwäbischen Burgrieden bei Ulm. Ein Jahr bevor das Werk aufgrund von Wirtschaftskrise und Inflation die Tore schließen musste. Eine kurze Blüte also nur für die Sportwagen des Walter Steiger. Seinerzeit galten sie als die Bugatti der Deutschen. Rassige Rennautos, die dennoch ausgesprochen elegant daherkamen. Kein Grund also, daran etwas zu ändern. Er ist nicht überrestauriert, weil ich mag das nicht. Autos, die in der Garage wohnen und mit einem Wattestäbchen und Zahnbürste gepflegt werden und die man nicht fährt. Meine Autos sind Fahrzeuge und keine Stehzeuge. Und ich fahre mit dem, auch wenn er dreckig wird. Und dazu braucht ein Auto keine Hochglanzpolitur, sondern eine gewisse Patina. Als preiswertes Alltagsauto war der Steiger jedoch nicht konzipiert, eher schon für Enthusiasten. Das Gaspedal liegt in der Mitte. Die Windschutzscheibe lässt sich öffnen zur Insassenkühlung, um die Hitzewallung des Motors etwas erträglicher zu machen. Auch verstellbar der Zündzeitpunkt. Und zwar, wie damals üblich, am Lenkrad. Ja, hier ist man noch Herr über jede Regung des stählernen Gefährts. Er hat viel weniger Probleme wie die modernen Autos mit ihrer unnötigen Elektronik. Er ist alles mechanisch. Den kann ein Dorfschmied reparieren oder der Fahrer unterwegs mit einem kleinen Werkzeugsatz. Mit einem modernen Auto, bei dem die Elektronik kaputt ist, bin ich hoffnungslos gestrandet. Ist also viel zuverlässiger. Bohrung 72 mm und Hub 160 mal 4 Zylinder in Reihe. Das macht 2,6 Liter Hubraum. Mit seinen 50 PS schafft der Steiger damals beachtliche 95 km/h. Ausreichend auch für die Rennstrecke. In den 20ern pilotiert Walter Steiger selbst seine Konstruktion zu einigen Achtungserfolgen. Auf öffentlichen Straßen war man mit dem Steiger erst recht vielen Fahrzeugen überlegen. Denn das Auto war nicht nur schnell, es war auch bekannt für seine erstaunlich gute Straßenlage. Und über die verfügt er bis heute. Das Auto hat eine ausgesprochen gute Straßenlage. Das würde man gar nicht erwarten. Man kann für ein so altes Fahrzeug mit dem relativ sehr schnell fahren. Der Motor ist sehr elastisch, weil das war seinerzeit nötig. Die Getriebe sind sehr gewöhnungsbedürftig, nicht synchronisiert. Man hat also selten geschaltet und er musste möglichst viel im großen Gang machen. Deswegen ist das ein Langhuber mit hohem Drehmoment. Man kann den also nicht nur sportlich fahren, sondern auch überaus bequem. Ein sehr alltagstaugliches Auto. Als Arztfahrzeug kam dieser 1050 halbwegs unbeschadet durch den Krieg, bevor der Doktor verstarb und ihn parkend zurückließ. Ahnungslose Verwandte wollten ihn auf den Schrott schleppen lassen, doch der Steiger wehrte sich dagegen mit einer blockierenden Hinterachse. Ein mittelloser Student rettet dann den Eigensinnigen vor der Schrottpresse. Von da ab verliert sich die Spur, bis er schließlich einem echten Liebhaber, Konsul Sieger, in die Hände fällt. Die Liebe zum alten Auto darf nie eine Narrenliebe werden. Das ist trotzdem eine Maschine. Und es fährt und es wird gefahren. Und wenn mal was passieren würde, dann habe ich ein Foto und sage, guck, den habe ich mal gehabt. Aber das wollen wir nicht hoffen. Damit wir uns noch lange erfreuen können an dem letzten fahrbereiten Abkömmling einer inzwischen fast schon vergessenen deutschen Automanufaktur.